So, willkommen zurück in Terra. Ja, toll. Jetzt ist die hier auch tatsächlich aufgetaucht, die Olle. Ich weiß nicht, ob die vorhin auch schon da war, als wir gegen Samael gekämpft haben, beziehungsweise hier Seeir und Ilion, ob die da waren. So, ja, die sollen sich mal hier irgendwie beim nächsten Mal etwas, ja, besser ankündigen. Und nicht einfach so im Hintergrund spawnen. Wenn sie überhaupt da gespawnt sind, ich weiß es halt nicht. Okay, da. Spürt ihr die Macht, die uns umgibt? Ja, Willika droht keine Gefahr mehr. Ja, das glaube ich nicht. Dann wäre man ja schon eigentlich fertig. Aber das ist nicht der Fall. Gut gemacht, ihr habt meine Prüfung bestanden und euch als wahrer Meister der Föderation erwiesen. Samaels Fall ist sehr bedauerlich. Er war einst ein hervorragender Soldat. Aber er hat seine Wahl getroffen. Bestimmt waren Samaels Tod die Nachkommen Loks. Was? Bestimmt wird Samaels Tod die Nachkommen Loks zurückwerfen und ihre kleinen Verschwörungen fällt auseinander. Doch für den Augenblick seid euch meiner Dankbarkeit und meines Respekts versichert. Ihr habt für die Willika gute Dienste geleistet. Ihr habt meine Stadt und vielleicht sogar mein Leben gerettet. Ich danke euch. Naja, für die Dingens, wie immer. Die Göttin der Jäger weiß ganz genau, wie man sich tarnt. Das ist Göttin Willig. Sterbliche, ihr habt die Schatten vertrieben, die Velike einst verdunkelten. Samael, wie konnten die Schatten eure Seele trüben? Wie konnten euch die Argonen vom Weg abbringen? Ihr wart so stark. Velike ist sicher, fürs Erste. Doch die Kräfte der Dunkelheit sind nun anderswo am Werk. Macht euch bereit, eure Arbeit ist noch nicht getan. Ihr werdet sehen, dass diese Gabe wirksamer ist als mein letztes Geschenk. Aber eine Waffe macht keinen Jäger. Eure Entschlossenheit, euer Mut und die Einheit mit euren Verbündeten sind es, die eure Feinde fürchten. Dies ist ein Anfang für euch, kein Ende. Wohin ihr auch geht, Vater Arun und Mutter Shara halten euch in ihren Träumen. Ja, super. Was soll ich denn jetzt mit dem Schwert? Ne? Hat die Göttin natürlich wieder doll gemacht und mir ein Schwert vor die Füße gelegt. Ich brauch eine Axt! Naja. Götter. So, sieh hier. Komm hier. Ihr scheint verwirrt, Kind. Ja, dank euch konnte die Valkyrien-Föderation eine Krise abwenden. Naja, wie immer halt. Gut gekämpft, wenn ihr und Ilion nicht gewesen wärt, hätten wir alles verloren. Wer hätte gedacht, dass Samael einmal so enden würde? Wie kann jemand so tief sinken? Ich werde die Kundschafter anweisen, die verbliebenen Nachkommen Loks aufzuspüren. Wenn wir ihre überlebenden Anführer vernichten können, können wir sie auch ganz und gar beseitigen. So, er hat dann zwar eine richtige Axt für mich, aber. Ja, so, P war das, glaube ich. Ich will mir die jetzt angucken. Die ist ja eh nicht besser und nicht schlechter als das, was ich anhab. Ja, und sieht genauso aus. Ja, weil es auch dieselbe ist. Okay. Super, jetzt habe ich zweimal dieselbe Axt. Ich könnte sie ja jetzt dual-wielden. Habe ich jetzt sonst noch hier irgendwas vergessen oder kann ich gehen? Das Glück Ilion ist im kühnen sagt, Holz, stimmt's? ja, Willika droht keine Gefahr mehr. Die Föderation braucht mehr, mehr Vorbilder Bleibt wie stets wachsam. euch. Ja, okay. So, kann ich porten? Oder haben wir noch hier irgendwas vergessen? Gibt es hier tolle Schätze auf dem Balkon? Nope. Ich könnte mich natürlich hier hinsetzen und Bücher lesen, aber sicherlich sind da keine Bilder drin.
Dann bringt uns das ja auch nichts. Wieso muss ich jetzt hier Kommandant Seir nochmal in Willika aufrufen, wenn er eigentlich hier in der Instanz rumsteht? Hätten das direkt alles schön in einem abhandeln können. Jetzt muss ich nämlich jetzt extra wieder für den nach Willika fliegen. Natürlich wegen einer anderen Quest, aber trotzdem. Ist ja trotzdem derselbe Typ. Okay, das heißt wieder ab auf den Löwen. Aber ich glaube, bevor ich da hinfliege, mich interessiert jetzt hier, ja, Castanica. Ich glaube, da sollten wir mal hin, weil da soll es ja, ja. Ich würde dir jetzt sagen, Blackjack und Nutten geben, aber, ich glaube, das wäre etwas unangebracht. Das Wasser. Dann gucken wir mal. Ach, geht das hier in eine Höhle? Hungrige Höhlen. Okay. Klingt nett. Aber wir biegen hier rechts ab. Straßen des Zwielichts. So. Ach, müssen wir nicht hier trotzdem hin? Moment mal. Wer wäre die ganze Kompanie Soldaten? Schön, euch wiederzusehen. In der Lage geklärt. Nehmt einen Pegasus nach Tulufan und sprecht mit Elsine. Nee. Ja, der ist da in Willika. Ich habe gedacht, wir hätten hier sowieso hingemüsst. Naja. Ah ja, das ist, glaube ich, die hiesige Preisliste, die ich leider nicht entziffern kann. Und hier gibt es was umsonst. Oder auch nicht. Warnschieberin. Das ist ein Reisender. Okay, der macht halt auch hier Sightseeing. So wie ich hier auch. Na gut, das bringt uns jetzt hier irgendwie nicht allzu sehr weiter. Trostlos das Kaff hier. Und ich habe eigentlich gedacht, hier wäre ein bisschen mehr los. Irgendwie so, ja. Tanzende Halbdämonen oder sowas. Ihr wirkt nervös. Na gut, dann hier auf nach Velika. Aber schön, dass alles nur 10 Silber kostet, jeder Flug. Oh, in der Zwischenzeit können wir ja mal hier gucken. ...36 Juwel der Wüste. Ach ja, das Juwel der Wüste ist 39. Ja, es ist noch ein bisschen zu hoch. Wir müssen hier... ...36, aber wir werden wohl hier an der Stelle dann nicht weiterkommen. So, die dunkle Bedrohung haben wir abgeschlossen. Ich weiß nicht, warum die hier immer noch drin steht. Die können wir doch eigentlich... Da geht's doch irgendwie nicht weiter, oder? Wir
klar, also hier ist natürlich Anwesen, was wir nicht gemacht haben. Ist klar. Und das hier sind ja eigentlich keine Handlungsquests mehr. Insofern verstehe ich jetzt nicht, warum hier dunkle Bedrohung noch nicht fertig ist. Also hier scheint eigentlich alles abgeschlossen zu sein, deswegen machen wir mal weg. Müsstet ihr die Quests aufgeben? Ja. Trotzdem nicht gelöscht. Super. Okay, und dann müssen wir halt da zu Elsine nach Tulu fahren. Und ich denke eigentlich, dann müssten wir eigentlich auch die letzte Folge dann soweit haben. Denn ich wollte jetzt nur noch die 100 voll kriegen und dann hier mit Terra aufhören. Weil, ja, weil es Terra halt ist. Wobei ich jetzt halt nicht sagen würde, ich würde es jetzt dann komplett aufhören. Vielleicht wird es dann irgendwann auch wieder weitergehen, wenn ich mal wieder Lust dazu habe. Aber die letzten Folgen, da musste ich mich irgendwie einfach zu sehr hier durchquälen. Aber mal schauen. So, seht ihr. Jetzt bin ich dir extra hier hingefolgt. Hättest du mir das auch eben gleich hier mit sagen können. Ihr scheint verwirrt, Kind. Willkommen zurück. Ja, das sage ich auch immer. Es ist viel zu lange her. Nee, wir haben uns vor 5 Minuten erst gesehen. Man hört viel Gutes über euch, was ich nicht anders erwartet hatte. Wir haben einen Hilfegesuch aus Alemantia verhalten, und zwar von niemand anderem als von Freya, einer ihrer berühmtesten Kommandantinnen. What? Ich kann euch keine weiteren Details mitteilen, aber geht in dieser Angelegenheit diskret und achtsam vor. Priesterin Sibel möchte auch noch mit euch sprechen, bevor ihr aufbrecht. Wie befohlen. So, dann gehen wir mal zur Ollen Sibel, die ja anscheinend dann doch irgendwie Willika selber ist. Oder sonst irgendwie mit der verbandelt, keine Ahnung. So, Löwe. Spürt ihr die Macht, die uns umgibt? So, bislang habt ihr euer Bestes... habt ihr euch bestens bewährt? Willig lässt euch wissen, dass der Schatten der Willika... Dass der Schatten der Willika Bedrohte jetzt über der Wüste liegt und düsterer ist als je zuvor. Na toll. Seid vorsichtig in Alemantia. Haltet die Augen auf nach den Gefahren, die in dem Schatten lauern. Ach, Alemantia, sprech mit Ilion. Na, okay. Aber ich glaube, nicht mehr in diesem Leben, beziehungsweise nicht mehr in diesem Let's Play. Denn wir tuckern jetzt erst da zu Elsine. Gibt es Ärger? Aufbruch stimmt nicht. Jetzt weiß ich halt nur nicht, wo Tulu-Fahren sein soll. Halsabschneiderhafen, Popolion. Pora Elino, ne, da gehen wir nie wieder hin. Tulu-Fahren, da.
Mal gespannt, wo uns das jetzt hinführt. Und ob wir irgendwie noch in der nächsten Folge unser letztes Level up haben. Aber ich bezweifle es schon fast. Haben ja jetzt in den letzten Folgen auch nicht allzu viel hier. Allzu viel EP beigetragen. Deswegen denke ich nicht, dass es dann jetzt noch in einer Folge hier so ein Dreiviertel Balken hier gibt. Da werden wir wohl auf den 38 sitzen bleiben. Das sieht aber auch sehr nach Wüste aus. So, wo sind wir denn hier? Überall Ziegen, toll. Und wo ist unser Fragezeichen? Muss doch auch hier rumstinken. Na komm. Da ist es nicht. Auch nicht. Na super, sind wir da vorbei? War denn da bitte schön Weg? Ja, na toll. Na toll. So. Servus. Seid vorsichtig, wenn ihr hier draußen im Sand herumstochert. In Val Aureum wimmelt es von Dingen, die zurückstochern. Mhm. Elion spricht in den höchsten Tönen von euch. Wir sind froh, bei dieser Mission eure Hilfe zu haben. Du, ich glaube, wir waren doch schon mal. Wir kennen uns doch schon. Ich habe beobachtet, wie die Nachkommen Loks ihre Relikte in den kolossalen Ruinen durchstöbern. Wir können nicht zulassen, dass ihnen etwas in die Hände fällt, das ihre Macht noch weiter vergrößert. Bitte erklärt Primus Baruch die Lage. Vielleicht können wir sie zusammen aufhalten. Ja, zweifellos. Baruch. Ach, Baruch? Baruch? Kein Baruch hier. Wie? Oh, hallo. Ich bin hier, um die Ärzte der Föderation zu unterstützen. Braucht ihr ärztliche Hilfe? Nee. Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Die Darmschlitzer und ihre Verbündeten waren noch nie zuvor so feindselig. Mir ist ja schon klar, dass wir nicht gerade eine Allianz gebildet haben. Aber trotzdem, jetzt ist alles anders. Wir können nicht einfach so tatenlos herumsitzen und warten, bis sie uns niedermachen. Wir müssen etwas tun. Erledigt die Wüstenfeuerdrescher und Wüstenfeuerschamanen. Dann sprecht mit Cardelen im Lager von Marakin. Wenn die Mission abgeschlossen ist, ja. Ja, also wieder die komischen Typis, die wir eigentlich immer hier in der Wüste töten. So. Braucht ihr Hilfe? Nehmt es nicht persönlich, wenn unsere Dorfbewohner nicht gerade hoch erfreut sind, euch zu sehen. Wir hatten in der letzten Zeit ein paar Probleme mit Fremden. Aber wir sind darauf erpicht, der Föderation zu helfen. Sagt uns einfach, was wir für euch tun können.
Nachkommen Loks, das fehlt uns gerade noch. Eben gerade habe ich Turek überzeugt, dass die Föderation gegen die Darmstädter von Nutzen sein kann. Jetzt wird er denken, wir hätten die Nachkommen Loks nach Tulufan gelockt. Zum Glück seid ihr jetzt hier. Für Elsine ist es nicht sicher, bei den Ruinen weiterzumachen. Aber ich benötige mehr Informationen zu der dortigen Sachlage. Tribunen Kardalin verschafft sich gerade ein Bild über die Situation im Lager von Marrakin. Findet heraus, was ihr für ihn tun könnt. Ja, bin schon dabei, ich muss sowieso zu dem. Und, wo ist dieses Lager, bitteschön? Da. Wo sind wir? Da. Okay. Ich bin jetzt die total falschen Ausgang raus. Und wie man sieht, überall dieselben Mobs. Gestohlenes Wasserfass, frankierte Vorratskiste, seltsame Zeichen, na toll. Also hier wird wohl auch irgendwie was zu machen sein. Entweder habe ich jetzt da die Quest übersehen. Oder sie kommt später erst. Oder sie wird von ganz woanders irgendwo aufgenommen. Wo sind denn hier die Drescher? Ach, die sind auch da hinten, okay. Nun gut, ja, ich reite jetzt da noch hin und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten und damit auch letzten Terra-Folge. Bis dann!